son content que vous êtes tous ici. Caro pubblico di cinese, bienvenuto. Welcome, ladies and gentlemen. Guten Abend miteinander, ganz herzlich willkommen, sehr verehrte Gäste, zur Swiss Eishockey Night 2023. Ich sage, wir haben ein paar Highlights gehört, wir haben einen ganzen Haufen Highlights gesehen. Was sticht für dich raus? Ich glaube, der U18 war ein mega Event in der Schweiz. Unsere Jungs haben eine super Leistung gezeigt. Sie waren auf Augenhöhe mit den Besten. Ich glaube, auch schön war für alle Organisatoren, dass so ein Event so schön mit der Runde gegangen ist. Und dann war es sicher persönlich schön, das live mitzuerfolgen. Heute im Stadion kamen viele Emotionen. Und gerade wenn man so ein bisschen sieht, die Derbys, die es geht, die Meistertitel, die es geht, wie die Mannschaften sich gefeiert haben mit den Fans, das zeigt, dass Schweizer Hockey eigentlich lebt. Wir kommen zu der ersten Ehrung vom heutigen Abend. Most Valuable Player der My Hockey League, Romain Seydoux. Ouais, bah c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous les joueurs de la Ligue d'en dessous. Après, bah voilà, les bravo aux deux autres nominés qui ont fait des excellentes saisons. Et puis, bah voilà, c'est cool d'être ici. Ja, und Paolo, ich schlage vor, wir machen Schlag auf Schlag weiter und kommen zur nächsten Auszeichnung. Most Valuable Player der Swiss League, Toms Andersons. Und jetzt ist es mir eine grosse Ehre und Freude, dir heute Abend als weitere Ehrung zum Abschluss von deiner Funktionärskarriere dürfen, den Special Award zu überreichen. Herzliche Gratulation. Danke, viel, viel mal. Michael, das ist dein Dankeschön. Deine Zeit als Verwaltungsratspräsident bei der Swiss Eishockey Federation, sie neigt sich am Ende zu. Der Youngster of the Year 2023 ist der David Reinbacher vom EHC Kloten. Das Vier ist jetzt vorbei. Ich muss jetzt auch wieder anfangen, wieder zu arbeiten für meinen Traum, was ich kann, in der NHL zu spielen. Darum, ja, jetzt einfach das Vier weglassen und trainieren. Ja, gut, für mich ist immer, ich habe immer gerne mit den Jungen geschafft. Das ist immer wichtig. Und es gibt ja nichts Schöneres als Trainer oder Sportchef oder was auch immer, als Nachwuchstrainer, wenn man einen jungen Spieler seinen Traum erfüllen kann, nämlich Hockey-Profi zu werden. Es ist Zeit, dass wir hier oben auf dem Sofa eine Frauenrunde eröffnen. Einerseits stehen wir in den Anfängen hier in der Schweiz. In Schweden ist alles schon viel etablierter, sage ich jetzt mal. Und es hat für mich halt ein bisschen jetzt mehr Reiz ausgesprochen, weil alles schon vorbereitet ist. Also ich muss eigentlich nur herkommen und die Infrastruktur und alles können, ja, brauchen, was dort alles vorhanden ist. Und das ist in der Schweiz noch nicht so weit, aber es kommt. Eisverleihung kommen, die es noch nie gegeben hat. Wir kommen zu dieser Ehrung hier. Die Most Valuable Player der Postfinals Women's League heisst Maya Otamo. The biggest difference between hockey at Finland and hockey in Switzerland? It was a little bit different. I was always playing in Finland, but I think the level was kind of the same, not maybe better than Finland. Etwas erreichen in einem Team mit ganz vielen anderen tollen Leuten, die gleiche Visionen haben wie ich. Motivation geben kann ja auch Preise, wenn man ausgezeichnet wird für Leistungen, die man vollbracht hat. Und darum kommen wir zu unserer nächsten Auszeichnung. Woman of the Year 2023 ist Andrea Brändli. Ja. Das erste Mal, dass ich sie bekommen habe, dass wir auch Frauen da ausgezeichnet werden. Ich glaube, das ist, jetzt haben wir das Jahr 2 Awards. Das ist schon riesig. Und vielleicht nächstes Jahr sind es 3 Awards, wer weiß. Ich glaube, das ist nur schon das, ist das Symbol zu sein, um hier stehen, ausgezeichnet werden für eine Leistung, die wir erbracht haben, ist riesig. Schön, bist du da, es freut uns sehr. Nino, das mit diesen Tränen, sag uns noch mal schnell, der Moment, wo das kam, ist, dass du getradet wirst, dass Nashville verloren musst. Wie ist das gewesen? Das war sicher sehr hart. Es war eine kurze Zeit, als ich dort war. Wir haben Josini und Schwimmer geträumt, zusammen spielen zu können. Und haben uns extrem auf diese Zeit gefreut. Und ja, das war eine relativ kurze Zeit. Aber als das Telefon kam, dass ich weg muss, war es schon sehr hart. Auch dort stehen vor allem die Emotionen im Mittelpunkt. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wer MVP wird. Wir kehren uns mal um, Nicole, und schauen mal, wer das Bild hier hinter uns zutage fördert. Aber spätestens jetzt ist es klar, unser MPP 2023 ist der André Sambühl. Sollte in diesem Fall, das letzte Jahr war es glaube ich 6.
Dann ist das Jahr 7. Also man hat mich nicht enttäuscht, meine Recherche stimmt. Das ist zum 7. Mal, wo der Andres Ambiel MPP wird. Es geht Schlag auf Schlag bei uns hier auf der Bühne beliebt. Zumindest beim eigenen Anhang ist auch die Persönlichkeit, die wir jetzt auszeichnen dürfen, der Persönlichkeit, die wir den Hockey Award dürfen verleihen. Hallo zusammen, ich möchte mich herzlich bedanken für den Hockey Award, den ich hier dürfen entgegennehmen durfte. Leider kann ich heute Abend nicht anwesend sein, aber ich möchte euch einen schönen Abend wünschen und viel Spass. Tschüss zusammen. Wir zeichnen den Goaltender of the Year aus. Wir vergeben also Chuck Blanc-Trophy für den besten Goalie von der Saison 2022-2023. Ich höre hier schon rund um Robert Meyer. Da werden schon Wetten abgeschlossen, sehe ich hier rechter Hand. Und ich darf den Lars Weibel bitten, bitte die Namensgeber von diesem Preis, Caroline Blanc, zu uns auf die Bühne zu bitten. Danke schön. Robert Meyer, s'il vous plaît. Zu der nächsten Auszeichnung, zu den beiden letzten. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. MVP der Regular Season der National League ist Roman Červenka. I know it's a bit of a cliché, but you are like a wine. The older, the better. Do you at least like wine? Yeah, once a wild red wine, it's not bad. Dann geht weiter, wir gehen zu unserer nächsten Kategorie. MVP, the Playoffs, the National League, Robert Meyer. The winner takes it all, der Robert Meyer takes it all. Er gewinnt also nach dem Titel Goaltender of the Year oder Titel MVP Playoffs 2022-2023. Herzliche Gratulation. Ich glaube, das ganze Team könnte hier oben sein heute. Und ja, darum möchte ich am liebsten, dass alle zwei mit mir raufkommen, weil ja, es war eine absolute Teamleistung. Ganz ehrlich, nach so vielen Top-Acts und Top-Shots, die wir heute oben hier auf der Bühne hatten, ist es nicht ganz einfach, das jetzt zum Schluss von oben noch zu toppen. Aber ich bin überzeugt, der jetzt kommt, der kann das. Der kann das definitiv. Wir machen Platz, oder? Wir machen Platz. Wir machen Platz. Viel Vergnügen! Sur moi, causez droit que mon père a pris. À 16, je voulais devenir Al Bundy et marquer les filles comme Crocodile Dundee. Mais maman m'a dit, Billy, arrête tes conneries. Pousser un fil de la joie dans le monde.